Hi, was geht ab, Leute? Hier mit einer neuen Folge Jurassic World Alive. Mal endlich wieder. Ich habe gerade ein Duell, ein Match gegen Zuschauer gemacht. Gab leider ein paar technische Schwierigkeiten. Deswegen seht ihr das Match leider nicht. Aber demnächst auf jeden Fall, ich denke mal, ein Stream. Entweder ein Stream oder ein Video. Aber ich tendiere zu Stream, wo ich einfach gegen ein paar Zuschauer spiele. Und hier seht ihr mal ein Update. Ich bin jetzt Level 12 und habe endlich den hier. Der ist ziemlich mächtig. Könnte den sogar noch ein Level höher pushen, aber ich habe jetzt einfach kein Gold mehr. Ich habe alles aufgebraucht, wirklich, um dieses Team hier momentan zu maxen. Zumindest so weit, wie es geht. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Team. Momentan, also noch habe ich eigentlich gar keine andere Wahl. Ich könnte, es gibt natürlich viel bessere Dinos, aber an sich sind die halt hier unten irgendwo vielleicht. Aber ich kann sagen, das ist das Beste, was ich momentan mit meinen Mitteln habe. Und ja, anstatt jetzt gegen den Zuschauer, machen wir halt hier noch den Inkubator voll. Hier. Ab 4000, es gibt momentan so ein Leaderboard. Und wer da Erster wird, der kriegt natürlich richtig kranke Preise. Und dann geht es, glaube ich, bis Platz 100 oder 200 oder so. Aber für jeden, der über 4000, also die 4000 Punkte erreicht, Wettkampfpunkte, wie auch immer, das heißt Trophäen, der kriegt mindestens einen Inkubator umsonst. Einen Epic-Inkubator, also. Ich versuche da auf jeden Fall die 4000 zumindest zu erreichen. Was, denke ich, sogar möglich ist. Für unsere Verhältnisse. Wobei ich jetzt hier schon bei 3-4 eigentlich hängen bleibe. Weil die anderen haben natürlich sehr mächtige Dinos. Aber sind halt zu unfähig, die zu nutzen und hochzusteigen. Dementsprechend kämpfe ich hier einfach gegen Typen, die viel zu mächtig sind, aber zu unfähig. Und dann hier auf meiner Stufe stecken bleiben und mich daran hindern, aufzusteigen sozusagen. Ja. So. Erster Sieg gegen Anin. Aber, okay, wir haben einen Critical. Wäre aber nicht notwendig gewesen, weil wir sind 15 und er war 13. Das heißt, unser Angriff kommt durch. Und danach hätten wir nochmal angreifen können. So, er hat auch den. Seht ihr, auf Level 18. Wie abnormal ist das, Mann? Puh! Aber das ist noch abnormaler. Erstmal hat es getroffen, weil er hat diese Fähigkeit eingesetzt. Das ist nur 50%, dass es trifft. Er versteckt sich sozusagen. Das ist das Mächtige an dem Kerl. Der kann sich verstecken. Und dann der Angriff, der kommt, zockt einfach doppelt so viel ab. Und die Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen, obwohl er sich versteckt hat, ist 50%. Und wir haben ihn getroffen und nicht nur das, wir haben ihn kritisch getroffen. Sprich, okay, ich habe ihn auch, aber nur auf Level 16. Sprich, wir haben ihn direkt zerstört. Ansonsten hätte er uns natürlich zerstört. So. Er tauscht seinen aus, was eigentlich keinen Unterschied macht. Weil, das ist sogar schlechter, weil jetzt hat er einen Angriff verloren. Selbst wenn das trifft, es tötet uns nicht. Das war ein Fehler von ihm. Und wir zerstören ihn jetzt mit 4000 oder sowas. Okay, 2000, 3000. Bam. Easy Match. Easy. Bam. Wir steigen wieder zurück auf die 3-4, aber 4000 ist schon echt schwer, das zu erreichen. So. Da haben wir das Match mit dem Zuschauer. Oh. Ist ausgelaufen, oder? Ah, ne, da ist es. Wir haben ihn gerade knapp besiegt. Er will natürlich eine Revanche, ein Rematch. Das geben wir ihm. Der Unterschied jetzt, wenn man mit Freunden kämpft, ist, dass alle deine Dinos auf Level 26 sind. Damit es halt fair ist. Nicht, dass dann irgendwer irgendwas sagt, ihr wisst schon. Ja, deine Dinos sind halt besser, du hast mehr gespielt, mehr DNA und so. Und wir haben ihn wieder getroffen, obwohl er sich versteckt hatte. Bei uns läuft es heute. Problem ist jetzt, wenn das nicht trifft, dann sind wir tot. Po! Heute haben wir Glück. Heute haben wir Glück. Jetzt habe ich natürlich den starken Angriff verschwendet. Aber egal. So. Der wird uns zerstören, der ist auch ziemlich stark.
So, critical. Das könnte uns bereits töten. Knapp nicht. Das heißt, einen Angriff kriegen wir noch durch. Sehr nice. Auch wenn der Angriff ziemlich schwach war. Ja, und jetzt. Bam, tot. Beide. Und. Ah, fuck. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, Instant Charge kann das Teil. Ich habe nicht daran gedacht, dass so ein Teil Instant Charge kann. Aber an sich, wir können nochmal angreifen. Hat kaum was verändert. Außer, dass mein Velociraptor jetzt ein bisschen was verloren hat. Aber. Das hätte er so oder so gegen den jetzt. So. Also im Grunde genommen hat sich so einen großen Unterschied gemacht. Und wir setzen ein. Setzen wir einfach den ein. Mirror Match. Einfach genau dieselben. So. Diesmal habe ich sogar mit Absicht langsamer gemacht. Weil wenn alle gleich sind, dann zählt das, wer zuerst klickt. Und er spammt schon. Er spammt direkt die Attacke. Man merkt es direkt. Ihr seht, ich habe diesmal gespammt. Wie schneller, weil wenn die gleich sind, die Dinos, dieselbe Geschwindigkeit, dann zählt das, wer zuerst angegriffen hat. Also wer zuerst reingedrückt hat. So. Richtig unnötig. So. Ihr seht, ich spamme förmlich die Attacke hier. Jetzt müsste er eigentlich wechseln, weil sonst ist sein Dino tot einfach. Und ich habe gewonnen. Jetzt muss er wechseln, sonst ist er tot. Ja. Er wechselt auf den. Okay. Er kassiert erstmal ein Rampage. Bam. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu spät wechsle. Aber wenn ich das hier drin habe, erstmal nicht 2 Runden safe auf jeden Fall. Außer er hat Shieldbreaker, aber so ein hat eigentlich keinen Shieldbreaker. So. Macht man das noch schnell. Shot Defense. Er schützt sich. Meine Angriffe zocken weniger ab. Wie gesagt, ich muss aufpassen. Dass ich. Ja, mein Schild ist weg. Dass ich hier nicht sterbe. Ich kann es halt nicht abschätzen, wie viel die abzocken mit Level 26. Das ist mein zweites Mal. Davor wäre es mein erstes Mal gewesen. Stun. Hoffentlich wird er gestunt. Der ist gestunt. Okay. Jetzt ist die Frage. Wenn ich das mache. Ich riskiere es einfach. Er kann einmal zurückschlagen, ja. Und jetzt kann er. Ah, oh, Armor Piercing Impact. Ja, das war dumm von mir. Ja, das hat nicht gereicht. Ich hätte einfach wechseln sollen und da hätte ich gewonnen, weil. Das war sein letzter Dino, der war geschwächt und ich hatte noch einen vollen Dino. Aber wie gesagt, mit Level 26 konnte ich nicht abschätzen. War ich noch nicht daran gewohnt, wie viele abzockt, weil offensichtlich auf meinem Level 14, 15, 16 sowas, zocken die nicht 1200 ab pro Angriff. Da habe ich mich halt, die fehlende Erfahrung, da habe ich mich sehr misskalkuliert. Verschätzt, was das angeht. Aber ja. Hier gab es einen T-Rex Strike Tower. Ich habe gute Sachen rausbekommen. Mein Tipp, wobei wenn das wieder hoch ist, ist der wahrscheinlich eh schon weg. Einfach welche Raptoren und schnell, bam, den Schaden reinhauen. Dann gibt es auch hier den Tower. Den mache ich dann später noch. Aber das war's so erstmal von Jurassic World Alive. Kleines Update. Ich habe euch gezeigt, wie mein Team so aussieht. Und demnächst hoffentlich eine Folge, wo ich mehr Matches gegen Zuschauer mache. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anamis ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und ja, checkt Jurassic World Alive ab, weil das Spiel macht echt Laune.